Willkommen zu einer neuen Folge Kümmerschlein. Heute mache ich seit langem mal wieder eine Kooperation mit dem Kanal Let's Try 4K. Und ja, ihr wisst ja, dass ich sehr ungern noch Kooperationen mache, aber mit Leuten, die über 18 sind, habe ich eigentlich keine Probleme damit, da die ja selber für ihren Kanal verantwortlich sind. Ich wünsche jetzt viel Spaß und los geht's. Ich folge den Kanal von Let's Try schon sehr lange und ich bin total begeistert. Sie macht super schöne Videos, sie sind super geschnitten, tolle Vorschaubilder und ihre Tiere in den Videos sind immer super, super niedlich. Sie hat Chinchillas, kleines Kaninchen, was war es denn noch? Und eine total zuckersüße, glaube ich, britisch-kurzer-Katze. Süß, 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 süß. Ja, ihr Kanal werde ich euch hier oben rechts natürlich verlinken, beziehungsweise unten in der Infobox. Schaut doch mal vorbei, lasst ein Abo da. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem Video. Ich werde heute übrigens ihren Butterslime machen. Bin ganz gespannt, wie das Rezept ist. Das wird nämlich mit Pudding gemacht. Bevor wir jetzt aber anfangen, gibt es natürlich noch drei schleimige Grüße. Und zwar werde ich wieder spontan durchscrollen und mir drei spontan raussuchen. Und ja, nicht traurig sein, wenn du es diesmal nicht bist. Schleimige Grüße gehen an Kira Slime World, Laila Sunspeed und Mimi Make. Also wir brauchen weißen Kleber, ich verwende hier den Washable Glue. Link dazu in der Infobox. Etwas Wasser, Rasierschaum oder Bilou, 2 Päckchen Puddingpulver und natürlich Natron. Jetzt brauchen wir wie immer eine Schüssel und etwas zum Rumrühren. Oder du machst es so wie in meinem letzten Video, was ich hier oben rechts verlinke, und machst den Schleim einfach auf dem Tisch mit den Händen. So, wenn ich es nach ihrem Rezept mache, brauchen wir 3 große Esslöffel mit Kleber oder 6 kleine Teelöffel mit Kleber. Geht natürlich bei so einer großen Packung super gut. Zwei, drei. Ich habe um die Kamera geguckt. Da kenne ich natürlich nicht so direkt. Ach komm mal, schwupps dran. Nicht, was soll der Geiz? Als nächstes kommen 6 Löffel Rasierschaum. So, das Ganze wird jetzt erstmal verrührt. Hashtag umrühren. Jetzt brauchen wir unser Natron. Einen halben Teelöffel voll. Und 6 Esslöffel Wasser. Bitte darauf achten, danach nicht aus dem Glas nochmal zu trinken, sondern tut es in den Aufwasch. Kennen meine Spezialisten. So, das Ganze rühren wir wieder rum. Jetzt brauchen wir unser Pudding. Ich habe hier noch einen uralten, keine Ahnung, der ist bestimmt schon abgelaufen. Deswegen werde ich den jetzt einfach hier mit in den Pudding reinhauen. Quatsch, in den Schleim reinhauen. So, das rühren wir jetzt ganz vorsichtig mit ein. Und ich krieg gerade richtig Bock auf Vanillepudding. Und das Wichtigste habe ich doch vergessen, die Kontaktlinsenflüssigkeit. Wir müssen unseren Schleim ja jetzt noch aktivieren. Also einfach ein paar Pumpstöße dran geben. 1, 2, 3, 4. Und jetzt heben wir das Ganze einfach unter unseren Schaum. Kleber. Vanillepudding-Gemisch. Und ihr seht, wie das schon langsam Fäden zieht, und das macht jetzt so lange, bis sich der Schleim von der Schüssel löst. So, er klebt immer noch, also ein bisschen mehr Kontaktlinsenflüssigkeit dran. Und jetzt kneten wir ihn mal durch,
bis er nicht mehr an den Händen klebt. Ich werde ihn jetzt nochmal 5 Minuten ruhen lassen und danach schauen wir uns den Slime natürlich mal genauer. So, wie ihr seht, hat er jetzt nochmal schön Blasen geworfen hier überall. Das heißt, er reagiert noch ein bisschen, beziehungsweise hat sich jetzt ein wenig beruhigt. Und jetzt werden wir ihn mal aus der Schüssel holen. Klebt immer noch ein bisschen. Ich habe mir auch so gedacht, weil er jetzt nicht so farbig geworden ist, nehme ich jetzt hier noch ein bisschen, ich hoffe, das ist gelb. Sieht nämlich erstmal aus wie orange, steht aber drauf gelb. Und noch ein bisschen Farbe dran, damit er noch ein bisschen kräftiger aussieht. Und jetzt wollen wir ihn natürlich auch mal testen. Wir fangen mit dem Geräuschtest an. Also wie ihr hört, er hört sich richtig gut an. Macht richtig schöne Schmatzgeräusche. So, lässt sich schön kneten jetzt. Er ist schön fest von der Konsistenz. Ziehen lässt er sich auch wunderbar. Durch die Stärke in dem Pudding wird der Schleim natürlich dadurch jetzt ein bisschen matt vom Effekt her, was den dann auch natürlich durch die Stärke halt fester macht und ihr den halt auch schön zu einer Schnecke machen könnt. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen und natürlich bis zur nächsten Folge Kümmer schleimt.